Herzlich willkommen hier in der LVR-Schule Belvedere hier in Köln. Wir freuen uns, dass wir mit euch jetzt 4 tolle Tage vor uns haben. Dass man miteinander lebt und nicht irgendwie gegeneinander. Ich erwarte ein bisschen Anstrengung. Dass ich wenigstens mal zum Sport machen komme und dass ich neue Freunde kennenlerne, wie jetzt meine Freunde hier. Dass ich lernen kann, was Free Play, also dieses Fair Play heißt. Und neue Freunde finden und auch mal sehen, wie es anderen Leuten geht. Starten wir die Fairplay Smart Tour 2017. Achtung und bisher läuft es einfach gut. Wir kriegen das gut hin. Was auch hilft, die Polizei, die uns die Straßen dann auch wirklich frei macht, dass man einfach so ein gleichmäßiges Tempo hat. Ich habe auch gelernt, wenn man zum Beispiel bremst, dann hat das nicht nur Auswirkungen für mich selbst, sondern auch für alle anderen, die hinter mir stehen. Weil wenn ich jetzt bremse und hinter mir sind Leute, dann müssen die auch bremsen. Und dann kann es auch passieren, dass sie hinfliegen. Weshalb man auch nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Gruppe achten muss. Fair Play ist, wenn man zusammenhält. Das Wichtigste ist mir, dass sie Fair Play für sich selber und für andere lernen. Dass sie so dieses Soziale lernen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet das, mit mir freundlich umzugehen und auch mit dem Nächsten. Voll anstrengend. Anstrengend. Gut, aber auch anstrengend. Wir hatten eine kurze Nacht, aber die erste Etappe ist hinter uns und es ist die längste Etappe gewesen mit 55 Kilometern und das spüren jetzt alle. Jetzt geht nochmal ein Fairplay-Nachschlag. Es wird eine erlebnispädagogische Einheit gemacht. Da musste ich nochmal konzentriert werden. Also es wird jetzt nochmal ein bisschen anstrengend werden. Thank you.
viele neue Freunde gefunden. Am Anfang kannte keiner keinen und jetzt ist es eine große Familie und jeder hilft jedem eigentlich. Heute ist die letzte Etappe, der letzte Etappentag. Jetzt gilt es wirklich. Heute Morgen, das ist die schwierigste Etappe. Und das ist kein Witz. Es ist die schwierigste Etappe, nicht weil es nochmal eine Steigung hat, sondern weil hier oben müsst ihr heute die Etappe gewinnen. Herzlichen Glückwunsch! Super! Ich bin jetzt einfach total glücklich, dass ich es geschafft habe. Das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Es hat einfach Freude in einem ausgelöst und man konnte nicht mehr aufhören zu lächeln. Es war einfach fantastisch, also endlich im Ziel angekommen zu sein. Dieser Druck, die Verantwortung, die mitfährt die ganze Zeit und die Hoffnung, dass wir alle heile hier ankommen, die ist dann von einem Mal, einem Moment auf den anderen abgefallen. Ah, herrliches Gefühl. Ja.